Die Wrestling-Simulation WWE 2K17 von 2K Games hatte bei uns in der Vorschau einen ernüchternden Eindruck hinterlassen. Ob sich bei der Prügelorgie zum Release etwas verbessert hat, zeigen wir euch in unserem Test. WWE 2K17 bietet augenscheinlich alles, was das Wrestlerherz begehrt. Neben einer Vielzahl an aktuellen und legendären Kämpfern aus diversen WWE-Epochen bietet das Spiel ebenso diverse Spielmodi abseits vom normalen Haut-drauf-Geplänkel. Sei es nun der neue Leiterkampf, in welchem die Kontrahenten einen Koffer mit Geld erreichen müssen, bis hin zum Tag-Team, dem Cage-Brawl, Backstage-Raufereien oder einer klassischen Runde Mann gegen Mann. Dabei geben sich die geölten Körper der Männerriege ebenso wie die Frauen die Ehre. Alle Augen liegen in WWE 2K17 auf dem Karrieremodus. Hier erlebt man mit seinem persönlichen Alter Ego den Aufstieg von No Name zum Superstar. Dabei gehört Training an die erste Stelle, was im Spiel auch gleichzeitig das Tutorial einleitet. Doch bevor man die Fäuste geballt in Richtung des Gegners wirft, muss der zukünftige WWE-Held Gestalt annehmen. Schön hierbei, aus einer Fülle an Einstellungsmöglichkeiten beim Aussehen, der Kleidung, sogar der charakteristischen Eigenschaften und dem Einmarsch in die Arena ist alles dabei. Und wer es noch genauer haben möchte, kann sein eigenes Foto einscannen und eurem Charakter zuordnen. So steht dann nach diversen kleinen Anpassungen sein eigenes digitales Abbild im Ring, sofern man es gerne möchte. Danach gibt es die ersten Übungsgefechte im Trainingsraum, die einen Zeit geben, die Steuerung zu erlernen. WWE 2K17 geht relativ flott vom Controller, Schläge und Tritte sitzen so gut wie immer und Spezialmoves sind nur einen Tastendruck entfernt. Nervig, gar frustrierend ist die sogenannte Reverse-Funktion. Drückt man im richtigen Moment die Schultertaste, entflieht man der misslichen Lage und kontert die Angriffe der Gegner. Leider taucht diese Möglichkeit so wahllos und in so kurzer Zeit auf, dass man die meisten Reverse-Chancen zu früh oder zu spät einsetzt. Da das die einzige Chance ist, sich auf dem Boden liegend zu erheben, führt das schnell dazu, dass man zu viel einstecken muss, während der Computergegner den Reverse sofort hinbekommt. So bleibt dem Spieler nichts weiter übrig, als sich anzuschauen, wie der eigene Charakter ausgezählt wird. Schade. Ein weiterer Kritikpunkt ist die fehlende Stimme des eigenen Helden. Gerade in den Wortduellen wirkt es gar lächerlich, wie die Wrestler posen und die Lippen bewegen, aber keinen Ton herausbekommen und der Spieler nur die Hintergrundgeräuschkulisse hört. Hier haben andere Titel schon gezeigt, dass es reicht, einige wenige Stimmen zur Auswahl zu geben, damit der Wechsel zwischen dem eingesprochenen Trainer und dem stummen Wrestler nicht ganz so schlimm wirken. Dabei hat das System des Niederredens schon seinen Reiz, wenn man bewusst vielleicht einen arroganten, vom Publikum verhassten Wrestler spielen möchte. Ist das Training dann vorbei, geht es ans Eingemachte. Natürlich startet man nicht direkt in der WWE, sondern muss sich im NXT als Newcomer beweisen. Und hier ist auch schon der nächste Kritikpunkt, die Grafik. Generell sehen die Wrestler hübsch aus. Gerade bei den gestählten Körpern vom Ultimate Warrior oder den eisernen Gesichtszügen von The Rock erkennt man ihre realen Pendants. Doch das Publikum bleibt weiter eine Ansammlung von Klonen, die sich steif bewegen und aussehen, als hätten die Gesichtsscans des Charaktereditors absolut nicht funktioniert. Zudem wirken lange Haare wie eine Ansammlung von Papierfetzen, die sich unnatürlich bewegen und auch nicht am Körper anlegen. Ein Problem, das vor allem die weiblichen Wrestler haben, dessen Gesichtszüge unerklärlicherweise nicht nur unnatürlich, sondern erschreckend aussehen, als hätten sie einen 24-Stunden-Fight hinter sich. Dazu gibt es Bildaussetzer, Clipping-Fehler und die schon in der Vorschau bemängelten Teleportmanöver, in welcher Gegenstände oder Figuren sich von einer Stelle zur anderen teleportieren, weil ein gesonderter Move ausgelöst wurde. NBA 2K17 zeigte, wie man das besser lösen kann. Die Arenen dagegen sind solide, die Einmärsche und Effekte sowie der Sound mit den originalen Kommentatoren erzeugen Stimmung. Wenn man trotz der nervigen Reverse-Moves einen kühlen Kopf behalten kann, entstehen spannende Matches. Aber der erhoffte Wrestling-Traum ist WWE 2K17 noch nicht. Zu viele kleinere Fehler wie der schlechte Kamerawechsel im Backstage-Kampf, lange Ladezeiten sowie die Grafik und die nervigen Reverse-Aktionen frustrieren zu schnell.
Wenn bei diesen Punkten so viel Sorgfalt gezeigt wird wie im Charaktereditor, könnte WWE auf lange Sicht gesehen der Traum eines jeden Wrestling-Freundes werden. WWE 2K17 ist jetzt dagegen ein solides, aber nicht überragendes Sporterlebnis.